Nach langer Abstinenz bin ich wieder da und möchte auch gleich wieder loslegen mit den Nutzerfragen. Ihr habt gefragt unter anderem nach Startlaufwerken, nach Windows 10 Installationsmedien und der aktuellen Problematik mit dem Drucker. Hier sind meine Antworten. Mein Name ist René Steges, ich bin Gründer vom ERS-IT-Service und auch heute wollen wir uns mal wieder um eure Nutzerfragen kümmern, denn da kam doch ein wenig was in der letzten Zeit rein und ich verspreche auch, das wird jetzt auch wieder einigermaßen regelmäßiger hier. Gehen wir auch als erstes direkt in die nächste Nutzerfrage rein und zwar hatte mich Maxi Biao gefragt, dass sein Notebook kein CD-Laufwerk mehr hat und er Windows 10 von einem USB-Stick starten möchte. Wie er es am besten anstellt. Ganz kurz, geh hin und lad dir das Media Creation Tool direkt bei Microsoft runter. Windows Media Creation Tool einfach mal googeln. Und dann wirst du ein Tool bekommen, mit dem du direkt ein Laufwerk erstellen kannst. Ich werde dazu noch mal ein Video machen. Allerdings wird das jetzt noch ein paar Tage dauern, bis ich soweit bin. Aber mit diesem Tool wärst du in der Lage, genau das Problem zu lösen und hast damit einen startfähigen USB-Stick und kannst dann damit auch ohne CD-Laufwerk deinen Rechner starten. Die zweite Nutzerfrage, die knüpft auch hier gleich an, denn JLO4242 fragte mich, wie man denn auswählen kann, wie der Reparaturstick bzw. die CD wieder von gestartet werden soll. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Klassiker ist, direkt beim Start im BIOS zu sagen, Rechner, starte bitte von dem und dem Laufwerk. Meistens erreiche ich das über die Taste F8, es kann aber auch F11 oder F12 sein. Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich, deswegen gibt es dafür keine allgemeingültige Lösung. Die Alternative wäre aber auch, wenn du einen Windows 8 und höher Rechner hast, dass du, wenn du den Rechner neu startest, einfach mal die Shift-Taste drückst und dann erst auf Neustarten klickst, dann landest du in einem Notfallmenü. Und in diesem Notfallmenü kann man in der Regel auch das Startmedium auswählen. Das heißt, wenn dein Stick eingesteckt ist und du dann in diesem Notfallmenü reinstartest, dann kannst du hier ein Startmedium auswählen. Das wäre dann in dem Fall dein Stick. Und dann hast du auch die Möglichkeit, von einem anderen Startlaufwerk zu starten und kannst dementsprechend auch so ein Bootmedium bzw. so ein Installationsmedium von Windows nutzen, um deinen Rechner neu einzurichten. Beziehungsweise die Frage war ja, wie ich jetzt die Festplatte klonen kann, sprich von diesem Notfallmedium deine Festplatte klonen kannst. So, und die dritte Frage im Bunde, die ist jetzt wieder top aktuell. Da habe ich jetzt auch wieder am Wochenende diverse Fragen reinbekommen. Deswegen habe ich hier auch gleich diverse andere Kommentare rund reinbekommen. Als erstes war das Fischstäbchen, dann kam Alan und 52 Thomas 19. Ich könnte noch ein paar mehr nennen, aber ich hatte keine Lust, vorhin die Präsentation entsprechend nochmal anzupassen. Und zwar gibt es aktuell ein Problem, dass unter Windows 10 der Drucker nicht funktioniert. Und zwar ganz genau werden die Druckaufträge zwar zum Drucker gesendet, man sieht sie auch im Druckmenü, also in dieser Druckausgabe, in dieser Druckerwarteschlange, das war das Wort, was ich gesucht habe. Aber die verschwinden. Der Drucker reagiert aber nicht. Was ist da los? Nun, Windows hat mit dem aktuellen größeren Update leider so ein bisschen Mist gebaut. Und das betrifft nicht nur die Version 2004, sondern auch die vorherige Windows-Version. Und das sorgt dafür, dass es zu genau dieser Meldung kommt, und ja, der Drucker nicht mehr wirklich funktioniert und die Druckaufträge zwar gesendet werden, aber in der Warteschlange nicht wirklich was auftaucht. Microsoft hat auf diesen Fehler mittlerweile reagiert und es gibt auch schon einen Patch, der genau dir jetzt helfen soll, wenn du vor diesem Problem stehst. Dementsprechend wäre einfach mein Rat, geh in Windows 10 einfach mal auf die Systemeinstellung, dann auf Update und Sicherheit und lass dir einmal die aktuellsten Updates installieren.
Da sollte ein Patch dabei sein und nach der Installation dieses Patches, also dieses Updates, soll dein Drucker wieder funktionieren. Sollte das nicht der Fall sein, gib mir ruhig Bescheid. Beim Kunden von mir hat es funktioniert. Allerdings habe ich da jetzt noch nicht ganz so große Erfahrungswerte. Aber im Grunde genommen soll das Problem gelöst sein, wenn du dich an diesen Tipp hältst. Das waren sie auch schon, unsere drei Nutzerfragen für diese Folge. Stell mir ruhig gerne weitere Nutzerfragen dafür einfach mal unten in die Kommentare rein. Und nutzt dafür den Hashtag FragFadit, Fragfreude an der IT. Somit kriege ich diese Nutzerfragen mit und werde sie dann auch schnellstmöglich beantworten und dann das Ganze hier gerne auch ein wenig regelmäßiger. Natürlich darfst du mir aber natürlich auch einen anderen Kommentar da lassen, wenn du irgendwelche Anregungen zum Video hast, auch gerne unten rein. Ich bin da, wie immer, gespannt auf deine Meinung. Wenn du ein dringendes Problem hast, und das wurde ja in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr gut von euch genutzt, dann habe ich hier eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Und wenn du dich mit dieser E-Mail-Adresse bzw. dieser Telefonnummer an mich wendest, dann bekommst du auch oder hast du die Möglichkeit, richtig professionelle Hilfe zu bekommen. Denn dann werde ich oder einer meiner Partner dir zur Seite stehen und wir werden deine Fragen wirklich fachgerecht lösen können. Dementsprechend, wenn du wirklich was hast und hier professionelle Hilfe benötigst, dann gerne über diese Kontaktdaten. Wenn du das noch nicht gemacht hast, Daumen nach oben nicht vergessen. Das motiviert mich, immer weiter solche Videos zu machen. Und natürlich, sofern du es nicht gemacht hast, abonnieren nicht vergessen. Denn nur das Abo sorgt dafür, dass du die neuesten Videos von mir erhältst. Und das für dich natürlich komplett kostenlos. Dementsprechend freue ich mich aufs nächste Video und bis dahin, alles Gute.